Hallo und herzlich willkommen hier in den Höhlen zwischen Falkenstein und Exe. Ja, wir sind auf der Suche nach Spinnennetzen. Und da oben habe ich gerade die Vermutung, wenn mich nicht alles fleucht und täuscht. Oh, der Herr Ziron ist da. Schöne Grüße an dieser Stelle, gehen raus. Juhu. Wenn mich nicht alles täuscht und fleucht, dann müsste hier... Okay, ich dachte, hier wäre irgendwie so ein Gang mit so einem Spinnenspawner. Aber ist er nicht. Kann das sein, dass die Performance wieder schlechter wird von Servar, wenn andere mit drauf sind? Möglich, oder? Naja, gut. Dann dauert es halt ein bisschen mit abbauen, ne? Ist ja auch nicht so. Hallo? Nehme ich mit. Selbstverständlich nehme ich das mit. Ich wäre ja bescheiden, wenn ich das nicht mitnehmen würde. So, hier haben wir nochmal Spinnennetze und hier haben wir nochmal Spinnennetze. Und hier haben wir nochmal Spinnennetze und hier haben wir nochmal Spinnennetze. Gib mir alle her. Eisen, her damit. Ja, doch, es läuft ein bisschen. Aha, ein Schneecreeper. Dich krieg ich auch. Noch. Ah, es läuft ein bisschen. Wir sind im Paradies. Im Paradies. Guck mal hier, kommst du nicht mehr durch. Wir können uns hier jetzt richtig schön auslassen. Der Wahnsinn. Ich habe zwar an einer anderen Stelle damit gerechnet, aber wir wollen uns mal nicht beschweren, oder? Oh, wir müssen mal gucken, ne? Nicht, dass es jetzt hier schon Nacht wird und so. Falls ich jetzt die Nacht verpennen sollte, tut es mir wirklich sehr leid. Ich hätte mir vielleicht mal eine Uhr mitnehmen sollen. Aber die Nacht ist jetzt auch immer so extrem schnell vorbei, ne? Oh, jetzt haben wir über uns Decke. Oh, Netze. Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Guckt euch das mal an, wie viel hier ist. Der Hammer. Das heißt, wir können danach direkt wieder zurück nach Falkenstein bzw. Falkenbrunn. Ne, erst Falkenstein, das Fischernetz machen, ne? Komm, den zerstören wir hier. Zack. Ja, Erfahrung bekommen. Jetzt mache ich schon mit den Netzen Netz abbauen. Naja, ich bin ja einer. Ach, herrlich, herrlich. So, ja, das Eisen nehmen wir natürlich auch noch mit. Und dann gehen wir eigentlich jetzt wieder zurück, hätte ich gesagt. So. Wobei, möchte ich da rein? Ach nee, komm, den lassen wir dann, ne? Ist noch ein Netz. Wie viel haben wir denn jetzt? Oh, fast zwei Stack. Hi. Na? Geht's dir gut? Das freut mich. So, und hier wurde schon ausgerabaldobert. Haben wir es Nacht? Nö, haben wir noch nicht. Da sind nochmal Spinnennetze. Hier auch. Zack. Natürlich nehmen wir hier das Eisen nochmal mit.
Ja, das sind die Folge für Dienstag, nee, für Mittwoch und Donnerstag, die Aufnahme. Oh. Lalalala. Ja, moin. Na? So, Oh, da sind wir wieder alleine. Hat bestimmt nur einen Screenshot für seine Folge gemacht, ne? Ja, müssen wir ein bisschen... Oh, ich kann jetzt nicht aufhören, ne? Das ist wie eine Sucht. Tomcat, lass es. Es reicht, sei nicht gierig. Du weißt doch genau, was passiert. Du müsstest es doch eigentlich besser wissen. Okay, ja, wir gehen jetzt. Ist das überhaupt der richtige Weg? Oh Gott, nee, das ist nicht der richtige. Doch, ist er. Oh, auf die Ecke kenne ich. Hier lang, hier lang, hier nicht lang. Hier lang, ne? Hier lang? Hier lang? Hier lang? Ja. Oh, wir müssen schlafen, wir müssen schlafen. Gute Nacht. Ah, es war wieder eine sehr kurze Nacht heute, ne? So, jetzt möchte ich aber nach Hause. Bitte nach Hause telefonieren. Hallo, Flapsi. Kommt man hier nach Hause? Ich weiß nicht. Sieht so aus, ne? Wenn sich hier mal einer hochgebuddelt hat. Zack, 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 zack. Mäh. Irgendwo muss es doch hier lang gehen. Ah, hier. Ah, hier. Ja, sieht gut aus, ne? Ohne die Landschaft zu verschandeln, kommen wir nach Hause. Ist das nicht der Wahnsinn? Sind wir nicht die Besten? Wir sind doch richtige Ex-Polo-Polai-Pila-Polo-Tunden. Ja, und dieser Baum ist immer noch wunderschön da hinten. So, gut, Freunde. Wir haben es geschafft. Wir können jetzt direkt nach Falkenstar... Mhm. Ja, okay, wach, Tom, ne? Nach Falkenstein. Und da können wir dann, ja. Das Fischernetz bauen. Endlich mal ein Fischernetz. Für den Fischer, damit wir auch mal ein paar Fische kriegen. Mir fallen gerade ein paar Sachen ein. Das Falkenstein. Wo ist Schloss Falkenstein? Sieht man das auch schon? Kann man das auch schon? Ne, kann man natürlich noch nicht sehen. Viel zu weit noch entfernt. Da ist man viel zu weit noch von entfernt. Und der Berg ist natürlich im Weg. Kommen wir hier irgendwie... Ja, wir kommen natürlich nicht hier irgendwie rüber, weil... Also wir kommen schon rüber, aber wären wir jetzt ein Monster, würden wir nicht rüberkommen. Weil wir sind ja Profis, ne? Aber die Monster sind ja keine Profis, ne? Also die wissen ja nicht, dass man das aufklappen kann. Die haben ja nicht unser Wissensstand, deswegen ziehen sie eine lange Nase. Ja, hier das Kloster, ne? Kloster zu Falkenstein und da oben müsste doch irgendwo jetzt mal... Ja, da ist Schloss Falkenstein. Da. Gut. Wir müssen auf jeden Fall... Wir gehen einfach den Weg. Wir gehen den Weg hier entlang. Weil dann kommen wir eh am Hafen raus, ne? Dann kommen wir eh am Hafen raus. So. Ja, ich muss noch ein paar Aufnahmen tätigen. Ich möchte noch diesen Monat eine Game-Tape-Folge. Habe ich letzten Monat eine rausgebracht? Ich weiß gar nicht. Eine Game-Tape-Folge muss ich noch aufnehmen. Und Command & Conquer Remastered Collection. Da will ich auch weitermachen. Und mein Festplattenspeicher, der wird ganz schön eng. Ich behalte hier eigentlich mal alle Folgen, die ich so gerendert habe, also fertig gerendert habe. Falls mal YouTube irgendwas irgendwie alles löscht, damit ich den ganzen Kram nochmal neu hochladen könnte, wenn ich es möchte. Ah ja. Ja, jetzt befinden wir uns hier. Ja.
Südöstlich, ne? Warum sagt man eigentlich südöstlich und nicht ostsüdlich? Ups. Gegen's Mikrofon gekommen. Hupsi pupsi. So. Und hier an dem Weg habe ich mit den Elysion zusammengebaut, ne? Schöner Baum. Oh, hier sind noch Kisten, ganz viel Krams. Kies. Ja, und da hinten ist ja der Seefalke und ich möchte ganz gerne natürlich hier noch so einen kleinen Anleger machen und dann vielleicht noch hier so, ne, wo die Passagierschiffe anlegen können, die dann halt nach Falkenstein kommen. Also zum Beispiel, wenn ein Schiff von was weiß ich, aus meiner alten Heimat kommt zum Beispiel, ne? Dann kommt das ja über den Ozean und dann würde es hier anlegen. Das Problem ist, ich weiß nicht genau, wo meine alte Heimat ist. Warum lasse ich hier bitte, also, Freunde, das geht ja gar nicht, warum lasse ich denn sowas hier liegen? Ja, so, hier kann man dann natürlich zu den Dings und hier geht's dann runter. Und hier war noch ein Stück Berg, aber hier soll jetzt Hafen entstehen und hier sollte eigentlich ein Naherholungsgebiet entstehen. Wird vielleicht auch Hafengebiet. Und hier ging dann eigentlich der Weg hier rum Richtung Werft, beziehungsweise dort hinten hin. Hat aber keine Nöten gehabt. Aber es tat doch weh. Auch. Ja, hier ist unser schöner Frachtkutter, die Albatros. Das Albatros, der Albatros. Zweites Schiff in Falkenstein. Wird Zeit für ein drittes. Es gibt so ein paar Ideen, die mir schon so im Kopf vorschweben. Zum Beispiel jetzt wo wir die Netze haben, könnten wir sogar ein Fischerboot bauen. Ein Fischerboot mit Fangnetzen. Der Wahnsinn, oder? Wäre das nicht super? Ich würde sowas, glaube ich, ganz gut finden. Da stellt sich wieder die Frage. Aber Netze kann man nicht unter Wasser bauen, schade. Moin. Habe ich was zum Spenden? Na klar, habe ich was zum Spenden. Guck mal hier und das hier und Schießpulver, ne? Und ja, komm, ja, hier so ein Spinnauge und hier so einen alten Bogen auch noch. So einen alten, ranzigen Bogen. Zweimal die gleiche CD. Schön. Hier, ein paar Fäden. Ja, warum nicht? So, wir bauen jetzt auf jeden Fall. Das möchte ich jetzt definitiv machen. Nein, so nicht. So. Kann man leckern abessen. Der Seefalke braucht immer noch andere Segel, ne? Modifizierungen braucht er. Und der hat nicht mal ein Namensschild dran. So, und hier sollen die Fangnetze vom Fischer hin. Und die bauen wir jetzt mit. Genau. Und da habe ich mir gedacht, wir machen das einfach so. Oh nein, das war falsch. Man darf natürlich nicht reingehen, ne? Dann bleibt man natürlich hängen. So. Da sind zwei. Und hier sind zwei, ne? Man könnte theoretisch, wenn man das möchte. Also die Netze hängen quasi jetzt hier so dran, um natürlich keine Fische hier zu fangen, sondern um zu trocknen, ne? Jo. Man könnte davon noch eins dran machen, aber ich denke, das reicht so, ne? Zwei Netze. Ich denke, man kann erkennen, dass es Netze sein sollen. Und damit wäre der Fischer auch endlich endgültig mal fertig.
Ja, ich denke, man kann das schon irgendwie so ein bisschen, wie man das so in Minecraft halt so machen kann, kann man das, glaube ich, so erkennen. Gut, dann haben wir das auch abgeschlossen. Das geht nicht. Freunde, ich hatte mal eine schwarze Katze mit einem weißen, mit so einem weißen Lätzchen. Und, die hieß, Pussy. Ja, jetzt denkt einer oder andere, Nee, aber wegen Pussykatze, ne? Hat meine Mutter, meine Oma, ich weiß nicht genau, wer den Namen dazu gesagt hat, und die hätte ich gerne wieder. Ich möchte gerne wieder so ein kleines Kätzchen haben. Und das Problem ist, ich bin mir nicht sicher, ob ich eine Katzenallergie habe. Aber ich weiß, dass meine Freundin zum Beispiel eine Katzenallergie hat. Und deswegen kann man keine Katze mehr hier haben. Was mich sehr traurig macht. Und ich möchte natürlich ganz gerne eine Katze. Und jetzt werden wir uns die schwarze Katze da holen. Hier sind überall Katzen. Überall Katzen. Boah, was haben wir denn heute gemacht? Wir haben heute Spinnennetze geholt. Wir haben heute das Netz hier beim Fischer fertig gemacht. Wir haben dann eine Katze gefangen. Wir haben eine Katze benannt. Das ist eine ganze Menge, was wir heute machen. Hallo? Oh nein, er wollte gerade kommen. Habt ihr das gesehen, hier unten im Rand? Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm, komm, komm. Es wird dunkel, verdammt. Ganz still halten. Einer geht noch. Boah, guck mal, wie schnell der Mond da im Wasser aufgeht. Okay, nein, wir müssen schlafen gehen. Gute Nacht. Was war das? Der wirft mich hier mit dem Dreizacker. Und dann lässt er nicht mal einen fallen, der Sack. So ein frecher Typ. Hätte ruhig mal einen für uns fallen lassen können. So, wir holen uns jetzt aber das Kätzchen. Wir holen uns jetzt das Kätzchen. Erstmal packen wir hier die Fischerrute wieder hin. So. Und dann bauen wir das Bett ab. Dann nehmen wir den Fisch und dann suchen wir jetzt die schwarze Katze. Da ist er. Schleichen. Fisch holen. Mietz, 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 mietz. Oh nein, da ist noch eine weiße Katze. Ja, pst. Mietz, mietz, mietz. Mietzi, mietz. Na komm. Ja, komm. Na komm her. Du siehst so ein bisschen aus wie meine, ja. Ja, wir haben sie. Wir brauchen noch einen schnellen Namen, ne? Ein Namensschild. Ich glaube, es war mit I. Wie schreibt man Pussy? Eigentlich mit Y, ne? Hätte ich gesagt. Aber die wird mit I geschrieben. So, Namensschilder haben wir doch hier eins. Zack. Und dann machen wir wieder zack, zack. Ups. So. Danke. So, jetzt benennen wir die noch und dann ist aber wirklich Feierabend für heute, ne? Dann ist Feierabend für heute. Ja, bist du mein Kätzchen? Ja! Hier bleib. Ich weiß, du möchtest mit deinem Kumpel spielen, aber nein. Du kommst jetzt mit. Mitkommen. Hopp. Komm hierher, Mietz. Die setzen wir jetzt zu ihren Freunden da hinten, ne? Wir müssen ein Katzenhaus bauen, ne? Ich glaub's nicht. Wir müssen ein Katzenhaus bauen. Wo die ganzen Katzen drinnen sitzen.
Da steht gleich jetzt nichts auf der Agenda, ne? Sitz. So ist fein. So, Freunde, ich sage von dieser Stelle... Wartet mal, so, ne? Zusammen mit meinem Miezchen sage ich von dieser Stelle... macht's gut, bis zum nächsten Mal und haltet die Ohren steif, ne? In diesem Sinne, tschüss. Kann ich winken? Ja, tschüss. Guck doch nicht so, was hast du denn? Tschüss.